wenn für die etablierte Medizin, mit der der Patient bei Krebsverdacht ja zunächst in Kontakt kommt, ist Krankheit nur ein Problem des Körpers, bei dem die seelischen Hintergründe nicht angeschaut werden. Links, das Segment links unten, das ist das, was die Schulmedizin für sich in Anspruch nimmt, und dort arbeitet sie tumordestruktiv. Die Schulmedizin geht davon aus, was richtig ist, dass die Krebszelle unsterblich ist, also muss man sie vernichten durch Stahl, Strahl und Chemotherapie. Das rechte Segment, wo ich Regulationen drunter geschrieben habe, das wird von der Schulmedizin nicht verfolgt. Das ist eine Domäne der Naturheilärzte und der Heilpraktiker und sonstiger Therapeuten. Die eigentliche Krankheit ist nicht allein auf der Zellebene, also im Tumor zu suchen, der ganz zuletzt in Erscheinung tritt, sondern in einer lange vorher auftretenden, chronifizierten Regulationsunfähigkeit des gesamten Organismus, deren tiefere Ursachen auf der Seelenebene liegen. Gesund sind wir, wenn wir in unserer Mitte sind. Das heißt, wenn wir heil sind. Heil ist nichts anderes als das englische Wort whole. Das heißt ganz, wenn wir ganz sind. In alten Kulturen fragte der Arzt den Kranken, was fehlt dir? Gemeint war, was fehlt dir in der Seele, dass du dieses Symptom brauchst? Krankheit ist notwendig, damit wir unter Schmerzen begreifen, wie wichtig eine Änderung unserer Denk- und Lebensmuster ist. Und gewöhnlich macht Krankheit reifer, das kann man selbst bei Kindern sehen. Gibt es eine Krebspersönlichkeit? Diese Frage wird von der Schulmedizin vehement verneint. Ich beantworte sie mit einem ganz entschiedenen Ja. Denn in der Beratung habe ich immer wieder festgestellt, dass das Lebensmuster von Krebspatienten eher dem einer gesunden Körperzelle entspricht. Sie ist fremdbestimmt. Also Krebspatienten sind fremdbestimmt und funktionieren bestens in selbstloser Weise. Lassen Sie sich mal das Wort selbstlos auf der Zunge zergehen.